Willkommen hier wieder zurück zu Wild Flowers. Ich bin gerade am gucken, gesät hatte ich alles. Bossen hatte ich auch alles. Düne hatte ich noch nicht versorgt. Oh mein Gott, wollte ich das eigentlich nicht offscreen machen? Naja. Okay. Ja, Wild Flowers, genau. Heute möchte ich ganz kurz sagen, wer jetzt das heute am 1.10. 1.11. guckt. Nee, warte mal. Ich muss gerade überlegen, kommt heute oder morgen The Rayman raus? Jedenfalls könnt ihr euch auf The Rayman Story of Seasons freuen. Friends of the Kingdom? Irgendwas mit Kingdom. Ich bin komplett verwirrt. Was mache ich denn? Doppelt streicheln, ne? Hilft besser. Ah, gut. Ich weiß gerade nicht, wo ich stehen geblieben war. Schon wieder so lange her und ich komme auch zurzeit echt sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, dazu irgendwie Spiele zu spielen, aber ich möchte euch natürlich auch hier nicht enttäuschen und dann kommt natürlich auch ein neues Projekt und es ist alles zurzeit viel und ja, meine Hoffnung ist, dass ich ein bisschen Zeit sparen kann, dadurch, dass halt neue Hardware auf dem Weg ist, dass es halt dann alles vielleicht ein bisschen schneller geht. Am besten wäre, ich hätte so ein kleines Äffchen, das für mich schneiden und rendern würde, das wäre am besten. Aber leider habe ich noch kein Äffchen gefunden, das kann. Also wenn ihr da ein Äffchen kennt, das schneiden und rendern kann, wo man nur mit Bananen dann sozusagen versorgen muss, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, ich kriege einen Schock, wenn dann wirklich das der Fall ist. Was, nur Bananen? Esse ich. Was? Na, denke ich mal nicht, dass es der Fall sein würde. Trotzdem. Das wäre schon echt ein krasses Ding. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was muss ich denn? Bananen zu Amira bringen. Die müsste, glaube ich, heute offen haben. Sommerfest ist bald. Erdbeeren. Sprich nach dem Sommerfest. Während des Sommerfestes. Okay, also zwei Aufgaben bis zum Sommerfest. Und dann hätten wir alles. So, die Bäumchen darf ich jetzt mal nicht wegmachen. Ding ist, man kann die Bäumchen aber auch nicht irgendwie ansatzweise mal, ich sag jetzt mal, beschleunigen. so, da die Erdbeeren noch brauchen, das braucht noch, heute ist Freitag. Okay, Freitag. Hat Amira am Freitag auf? Nein, geschlossen. Gut, dann machen wir einfach eine schnelle Nacht und gehen gleich in den nächsten Tag. So macht es mehr Sinn. Das ist fertig. Ja, und ansonsten, ich weiß leider nicht, wie man jetzt hier irgendwie... Ach, da muss ich echt gießen. Wie man es beschleunigen kann, was das Sammeln angeht von... Ich brauche die mittleren Erdbeeren. Komm. Genau. Wie man halt mehr und mehr Dings sammelt, ne? Okay. Egal. Ach, wie heißt es? Quattro. Sitzt du jetzt gerade so auf dem Schlauch? Unkraut. Unkraut, genau. Unkraut war das Wort, was mir jetzt gefehlt hatte. Was blöd ist, ich kann meine Hühner jetzt nicht füttern. Aber ich kann mein Schaf füttern. Und meinem Schaf was zu essen geben.
Ich sollte also definitiv mehr Hühnerfutter holen. Das ist, glaube ich, etwas, wo ich echt dann Prioritäten mal draufsetzen sollte. Und jetzt hoffen, dass hier irgendwo Unkraut ist. Ah, einmal Unkraut. Yay. Ja, also unkrauttechnisch sieht das jetzt hier gerade echt nicht gerade so rosig aus. Reichen wir uns ein kleines Kätzchen. Gott, rennt der einfach mal eben an mir vorbei mit seinem lächelnden Gesicht. Und Tro, was ist daran so schlimm, dass er lächelt? Es ist der Hausmeister, es ist der Bürgermeister. Der sieht einfach komisch aus, wenn er lächelt. Der ist einfach so, weiß ich nicht. Ich finde unsympathisch. So. Mira ist um 9 erst da. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich erstmal hier lang gehen. Ich wollte auch eigentlich erst nach unten gehen, warum ich jetzt, ne? Warum gehst du denn da lang? Hast du heute frei? Juliet can be a real pain in the neck sometimes. But you know what? The other day I turned my ankle and Juliet rubbed it a bit and it instantly felt better. Okay, eine Massage hat. Warum machst du deinen Laden nicht auf? So, what did you do before you switched up careers? I was a consultant. Did a lot of consulting. And then I got hit with that consultant burnout. You know how it goes. Ah, consultant war ich auch mal. Ich sag es mal so, es ist teilweise manchmal ein echt undankbarer Job. Man lernt zwar viele Menschen kennen, aber schlussendlich wird auf die Beratung dann eh, ich sag es mal ganz grob gesagt, pfiffen. Thomas, wie geht's dir? I asked Marty how many animals he planned to have. He said as many as possible. Does he know what all that runoff will do to my soil? Ew. Na komm. Stell dich mal nicht so an, Partierchen hier. So viele wie möglich, aber ja, dann ist das halt so, ne? Kein Seetang. Ach, hier ist ja nix. Hier ist ja gar nix. Ich meine, wir haben Samstag und sie hat nicht geöffnet, ne? Möchte ich nur mal anmerken. Ich brauche echt irgendwoher langsam mal Unkraut. Also gerne Vorschläge, wie man noch Unkraut bekommen kann. Optimalerweise. Wenn rein theoretisch würde ich sagen, wenn sie es bedacht haben, Unkraut einfach Felder stehen lassen und irgendwann wächst da drauf, wächst darauf Unkraut. Wäre eigentlich eine logische Sache. Oh, ein Rezept. Eine Hühnersuppe. An wen könnte ich denn die Hühnersuppe geben? Hm. Doch hier echt zum Mäusemelken. Kein Unkraut, kein gar nichts. Das ist kein Witz, hier ist echt nichts. Nichts, was ich irgendwo verwenden kann. Gut, der andere Wald ist noch da, aber. Hier noch was zum Ausgraben, vielleicht nochmal ein Rezept. Ansonsten Münzen, toll. Wenn man weiß, wie man Geld verdient, dann braucht man keine Münzen. Doch mal toll, dass man hier Geld verdienen kann. Ja, ich sag jetzt mal so andere Spiele, wo es dann halt Tage dauert, ne? Ist das hier schon echt lobenswert, ne? So, also ich kann mir kein Hühnerfutter holen. Ich kann
nicht wirklich noch Unkraut anbauen. Das ist ja, ein Träumchen ist das ja. Er geht zum Bäcker. Haben wir hier vielleicht eine Aufgabe, die wir lösen können? Sicher kriegt ihr die Erde von mir nicht. Wird ja mal sowas von knicken. Ah, sie als Lehrerin ist da oben. Limonade, die möchte ich kaufen. In Massen. You look thirsty. We added extra sugar to yours. Ich darf immer nur einmal Limonade How's kaufen. Business going, Emmy? Good. But I think Finn's been sampling the merchandise a little too much. Yesterday, he was so hyper, Mom made him run a lap around the house just to burn off some energy. Einfach mal um den Laden laufen, ne? Ja, ums Haus. Hier kann ich zwar nette Sachen kaufen, aber... Ne, ich wollte dir nichts schenken. Wollte doch hier rein, ich wollte dir was verkaufen. Das bringt mich nicht weiter, ne? Oh, komm! Ja, schön. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht dafür, schwarz jetzt immer. Geh durch. Paprika-Gewürz auch. Alles kaufen, alles kaufen. Schade, dass das sich nicht beeinflusst. Oh, you're too kind to take care of this for me. Thank you. Gerne doch, Vanessa. I keep telling myself that I'm going to start running. It's so good for your heart. But then the summer heat hits me and I think, tomorrow. Tomorrow will be the day. Ah, den inneren Schweinehund überwinden. Ja, 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 ja. Das sind die richtigen. Lena, the teenagers don't still jump over the bonfire at the summer festival, do they? No. I mean, Sebastian keeps threatening to build a skate ramp and do a flying trick over it. But I'm pretty sure Violet would confiscate his skateboard before he could. Okay, mit dem Skateboard übers... Ja. Wäre ich jetzt auch nicht so der Fan davon. Nee, nichts kaufen. Oh Mann. Das ist so ärgerlich, ey. Amira. You brought the ingredients I asked for. They're just what I needed. I wouldn't want anyone to stay sick when I can help. This stomach bug's been so aggro. I've been running to the bathroom every... Oh, okay, okay, I'll stop. Yeah, okay. I'll be glad when it's fall. I've had to pop Kai's shoulder back into place one too many times this summer. Hm. Ja, super. Oh, thanks. Hm, schade. Versuch was wert mit der Hühnersuppe. Ah. Ja, ich könnte jetzt mit ihm reden, aber erst will ich gucken, ob ich Unkraut finde. Unkraut. Und ja, vielleicht müssen wir wieder zum Zirkel. Ich will Unkraut, Leute. Unkraut. Irgendwie denke ich mir gerade so, warum kann der Shelby nicht mehr Unkraut verkaufen? Wäre eigentlich genauso richtig. Und wo ist der eigentlich schon wieder? Vielleicht ist Shelby ja jetzt hier oben, nachdem wir wissen, dass er dazugehört. Nein, hier ist er nicht. Okay. Hm.
sind auch wieder fertig, wären perfekt für die Nacht ready. Ja. Wie sieht es eigentlich hier mit der Freundschaft aus? Da bin ich auch fast fertig, oder? Mit Violet. Girl, why are you still wearing that jacket? The air is on fire out here. It's just, I love it so much. I can't take it off. Whatever you say. I wish you'd let me sew you one of those cute little gauzy scarves. They're perfect for summer. Ich frage mich gerade, was hat sie denn an? Auch eine Jacke, aber ist in Ordnung. Verdammt, nee, ich habe ja gar nichts mehr. Ey. Ich könnte Honig an sie verkaufen. Nee. Wir Freundin, wir gucken mal ganz kurz, ob wir das spanische Omelett noch machen können. Spanisches Omelett. Zwiebeln. Okay, Zwiebeln kann ich bestimmt noch kaufen. Zwiebeln. Und dann meine ich die spanischen Omelettes, ja. Und da muss ich gucken, wie ich echt da bei Amira endlich mal vorankomme. Achso, ich kann ja. Doch, ich kann dir doch was schenken. Warum springst du denn dann dahin? Danke. Miss me with your quinoa bowls or whatever. Tortilla Española is the perfect breakfast food. So. Runter, runter. Und schauen, ob ich noch Zwiebeln kriege. Kann ich bei dir Zwiebeln kaufen? Jetzt kann ich, ob ich bei Lina Zwiebeln kaufen. Nee. Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln. Doch, kann ich. Ja. Perfekt, damit kann ich Violet schon mal definitiv ans Ziel bringen. Hier hoch. Das ist schon mal gut. Das ist aber echt ärgerlich, dass der... Hat der echt nicht auf? Oder war der einfach nur gerade einmal eine Runde spazieren? Sonntag hat er erst wieder auf. Ja, super. Meine armen Hühner, die verhungern. Meine Hühner verhungern. Ich habe voll das schlechte Gewissen. Neun spanische Omelette sollten erstmal reichen. Tofu. Könnte Tofu mögen. Also ich wüsste jetzt vielleicht... Nee, hat auch keinen Sinn. Fischeintopf. Oder Fischsuppe war das andere, ne? Hühnersuppe, wo war's? Nee, doch Fischsuppe. War's jetzt Fischsuppe, was der mochte, der Shelby? Oder war's Fischeintopf? Verdammt, ey, ich spiele echt manche Sachen viel zu selten. Oder dann bin ich nicht so tief drin. Käsesoufflé, weiß ich nicht, wer das mögen könnte. Das könnte ich jeweils noch herstellen. Und hier fehlt mir der schwarze Tee. Heiße Schokolade würde ich bei den Kindern denken. Stärkungstee. Erdbeermilch. Ich habe so viele Sachen da, aber ich wüsste nicht, wem ich das geben könnte. Wer könnte denn zum Beispiel einen Shake wollen? Shake. Shake. Shake, shake, shake. Shake, Emmy. Okay, Emmy könnte einen Shake wollen. Bringt mich das weiter? Nein. Finn? Nein. Bringt mich auch nicht weiter. Sind Kinder.
Irgendein Shake. Also, liebe Kinder, gucken wir mal für euch. Komm, wir machen euch jetzt mal einen Shake. Schokomilchshake, Erdbeermilchshake. Dann geben wir es den Kindern. So, jetzt habe ich eine, doof ausgedrückt, 50-50 Chance, dass ich das richtige Geschenk erwische. Entweder mögen beide den gleichen Shake. Oder aber unterschiedliche Shakes, so. Und ich würde jetzt sagen, weil es ein Mädchen ist, würde man jetzt sagen, es ist ein Schokoshake. Aber wenn man sagt, okay, sie möchte sich gesund ernähren, wäre es ein Erdbeershake und der Junge wäre für Schoko. So, wenn ich das jetzt aber vergleiche, ich gucke jetzt mal ganz kurz meine Partnerin an. Wird es ein Schoko oder ein Erdbeershake? Und nehme immer die Schokolade. Okay, gut, ja. Und ich zum Beispiel, ich würde eher Erdbeer nehmen statt Schokoshake. Deswegen, wir probieren den Schokoshake. Ooh, a snack. Let's see if it fits in my pocket. Yay, es war richtig. Gut, das heißt, beim Jungen müsste es dann also wahrscheinlich Erdbeer sein. Müsst ihr nur wissen, wo der Junge sich rumtreibt. Warst du das? Sebastian? Stopp. Sebastian ist jetzt... Nein. Jetzt nicht verwechseln, ne? Das war Finn, genau. Das ist ein Sebastian. Sebastian. Ne, der möchte keine Shakes. Du möchtest keinen Shake. Das ist ein Finn. Wo ist Finn? Violet? Das ist Marty? Aber nicht McFly? Ich finde ihn nicht. Das ist halt auch so etwas, was mich so ein ganz kleines bisschen stört. Aber okay, es ist eigentlich auch unrealistisch, wenn wir mal ehrlich sind, dass man auf der Karte sieht, wo sie sind. Es ist so ein... Ja, wie soll man sagen, so ein nettes Feature. So. Faulheit. Faulheit, die ganze Strecke abzulaufen. Das ist es. Sagen wir es einfach, wie es ist. Weil ich faul bin, die ganze Strecke abzulaufen. Und natürlich finde ich, Mann. Wo ist Finn? Er ist doch jetzt nicht nach oben gegangen. Kann doch gar nicht sein. Ich würde doch jetzt nicht da oben im Wald abhängen, oder? Ich könnte noch im anderen Wald abhängen. Vielleicht hängt er auch in der Mine ab. Er ist nur der Hausmeister. Ach, der Hausmeister, der Bürgermeister. Irgendein Meister ist es. Der Meister proper. So. Das gibt's ja nicht, ey. Ich finde vielleicht hier. Hallöchen. Oh, das ist eine Aufgabe. Ah, there you are. I heard you might have a loom in your barn. I might. What do you need? The silk parachutes I packed for my radio sons got destroyed by a bunch of bloody moths. I've got plenty of helium for my balloons, but no way to get the hygrometer safely back to land. I understood, like, half the words in that sentence. Can you make me some silk fabric? I met a merchant who said he sets up a stolen town with items from off-island. Maybe he has some silk thread? Oh, you mean Kai. He might have that. Oh, so you'll help me? Oh, thank you so much. Also das wäre mir jetzt eigentlich aufgefallen, wenn Kai irgendwie da Seide gehabt hätte, oder? That carpenter fellow, Parker, told me that you're the one to thank for helping repair the bridge to reopen the mountain pass. Although the mayor certainly seemed keen to take all the credit.
Ja, das ist halt der Bürgermeister, ne? Also das ist... Das ist halt Otto. Es ist halt der Otto. Punkt. Das ist Otto. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, wie der Bürgermeister drauf ist. Er ist so hiermit der unsympathischste Charakter in dem Spiel. Neben seiner Freundin oder seiner Frau, seiner Anvertrauten, seiner Liebschaft. Ja. Wo ist Finn? Jemand Finn verschluckt oder war es so? Ups, sorry. Wenn er jetzt in irgendeinem Haus drin ist und ich deswegen nicht an ihn rankomme, dann gibt es hier links und rechts. Nee, hier wollte ich auch nicht. Mit Kim wollte ich auch nicht sprechen. Shelby ist auch nicht da, ne? Nö. Kim ist anscheinend gar nicht unterwegs. Ach, Kim, Finn. Kim habe ich gerade gesehen. Finn. Gibt's nicht. Wo ist dein Bruder? Gestehe! Hey, Kai. I was hoping you might have something that the new meteorologist needs. Oh, right. I met her. She's like really into tea. Uh-huh. Do you have any silk thread? Ah, I've got something better. Silk worms. Ew. Nah, they're dope. You just gotta feed them mulberry leaves every day, and on day 10, ta-da, my friend! Totally organic silk. But you gotta build these little buddies a box first. Then they'll be like, totally chill. Okay, ich muss also eine Box bauen, um Seidenraupen zu kultivieren. Da mache ich zu Hause auch täglich. Ich habe ja auch eine Box voll mit Seidenraupen und freue mich jedes Mal, die Seide da raus zu... Oh mein Gott. Okay, gut. Also wir wissen, wir brauchen jetzt Seidenraupen. Und wie ich das gesehen habe, kommen die hier hin. Und wie ich das sehe, haben wir wahrscheinlich nicht alle Sachen da. Nö, erstmal brauchen wir eine Seidenraupe. Schön. Das finde ich gut. Gut, dann würde ich sagen, liebe Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.